den Unternehmen, den Führungskräfte gehen, die weiterhin an den alten Strukturen festhalten. Denn wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ich weiß nicht, woran du jetzt denkst. Vielleicht denkst du gerade, warum hat der Kerl da vorne so einen Walkman dabei mit so uralten Kopfhörern? Es gibt doch heutzutage viel moderneres Zeug. Es gibt doch Dinge, die dem hier einfach überlegen sind, die zeitgemäßer sind. Stimmt, da bin ich ganz bei dir. Und doch gibt es noch immer Menschen, die nach alten Strukturen, nach alter Technik handeln und führen. Zu ihm komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich habe zuerst eine Frage an dich. Kennst du das Gefühl, dass dich deine Führungskraft wirklich versteht? Oder wenn du Führungskraft bist, kennst du das Gefühl der Dankbarkeit deiner Mitarbeiter dir gegenüber, weil du sie wirklich verstehst? Oder kennst du eher die Situation, dass die Unzufriedenheit immer weiter zunimmt, dass die Mitarbeiter die Menschen kündigen, dass sie gar nicht mehr motiviert sind, einfach die Fluktuation immer weiter steigt? Im letzten Jahr, und vielleicht ist das bei dir auch so, oder du kennst jemanden, bei dem so ist, im letzten Jahr haben rund 70% der Angestellten über einen Jobwechsel nachgedacht. Warum ist das so? Nicht, weil dein Beruf keinen Spaß mehr macht oder weil die Bezahlung schlecht ist oder weil es zu stressig geworden ist. Nee, weil du mit deinem Chef unzufrieden bist. Denn Menschen kommen wegen des Jobs und gehen wegen des Chefs. Und uns Chefs, uns Führungskräften, uns fehlt auch oftmals Raum und Zeit, um uns wirklich intensiv und wahrhaftig mit den Menschen, mit den Mitarbeitern zu befassen. Beziehungsweise wir glauben, dass uns das fehlt. Wir glauben, dass uns Raum und Zeit fehlt. Doch, du kennst die Situation, du willst was erzählen und auf einmal verlierst du einen roten Faden. Genau diesen roten Faden habe ich gerade verloren. Lass mich kurz nochmal einsteigen bei den Mitarbeitern. Und zwar, die Chefs, die glauben, also wir Chefs, wir glauben, dass uns Raum und Zeit dazu fehlt. Denn wir lernen auch in keiner Ausbildung, wir lernen nirgendwo, wie man wirklich emotional führt. Und darum bin ich heute hier. Ich bin heute hier, um dir Klarheit zu geben, um dir Klarheit auch zu geben über eine zeitgemäße Kommunikation, wie du vor allen Dingen intern zeitgemäß kommunizieren kannst und so eine Verbindung aufbaust, die langfristig ist, wie du eine emotionale Verbindung aufbauen kannst, um deine Mitarbeiter langfristig an dich zu binden. Lass mich dich auf eine Reise mitnehmen. Auf eine Reise in die frühe Vergangenheit, 40, 50, 60 Jahre zurück. Es ist die Zeit, in der ein autoritärer Führungsstil gelebt wird. Der Chef entscheidet und das wird nicht hinterfragt. Also stell dir jetzt mal folgenden Film vor. Bei mir war das, ist vielleicht bei dir auch so, war es direkt so ein alter Schinken, so ein alter Schwarz-Weiß-Film. Also Montagmorgen, du gehst zur Arbeit und natürlich bist du pünktlich. Du trägst in deiner rechten Hand eine Tasche. In der Tasche sind die von deiner Frau liebevoll gemachten Pausenbrote drin. Und auch eine Kanne, so eine Isolierkanne gefüllt mit Kaffee, mit heißem und gut riechendem Kaffee. Du betrittst das Büro in deinem Anzug mit Hemd und Krawatte, natürlich alles gebügelt und picobello. Du hast die Haare gekämmt, bist frisch rasiert, kommst rein, begrüßt all deine Kolleginnen und Kollegen, gehst zu deinem Arbeitsplatz. Du setzt dich hin und findest einen strukturierten, aufgeräumten Platz vor. Denn genau so, wie du es gelernt hast, so wie man es erwartet, verlässt du jeden Abend deinen Arbeitsplatz. Ordentlich und aufgeräumt. Dann ist Punkt 9 Uhr. Der Chef betritt das Büro. Er kommt rein und läuft an jedem Arbeitsplatz, an jedem Büro vorbei. Er wird von allen begrüßt und nickt immer zustimmend und läuft den ganzen langen Flur entlang, ganz runter bis zum Ende, bis zur letzten Tür zu seinem Büro. Er geht rein, schließt die Tür.
Auf einmal klingelt dein Telefon. Du hebst ab und sagst mit leicht zittriger Stimme, so ein bisschen nervös, ja, okay, danke. Und legst wieder auf. Das war die Sekretärin vom Chef. Du sollst sofort im Büro des Chefs erscheinen. Worum es geht, das weißt du nicht. Du hast keine Ahnung, worum es geht. Du wirst nervös. Du stehst auf und gehst auch den ganzen langen Flur entlang bis runter an die letzte Tür. Und auf dem Weg dorthin überlegst du dir, was passiert jetzt? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich mich falsch verhalten? Habe ich einen Fehler begangen oder bekomme ich vielleicht sogar die Kündigung? Das kann nicht funktionieren, denn ich muss eine Familie ernähren. Du stehst vor der Tür und die Sekretärin bittet dich, noch kurz zu warten. Du setzt dich hin und wirst immer nervöser. Du wirst immer nervöser und aufgeregter. Du wippst die ganze Zeit mit deinem Bein, denn du bist so nervös, das fühlt sich an wie vor einem Vorstellungsgespräch. Das fühlt sich an wie vor deinem ersten Date, denn du weißt nicht, was da gleich passiert. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Nach einer gefühlten Ewigkeit, lass es 2-3 Minuten gewesen sein, darfst du reingehen. Du stehst auf und betrittst das pompöse Chefbüro. An den Wänden rechts und links hängen überall Bilder der Gründungsväter des Unternehmens, von seinen Vorfahren. Die Firmengeschichte, wichtige Meilensteine sind festgehalten. Auf der Seite steht ein großer, massiver Besprechungstisch. Rundherum stehen 10 Stühle, 10 schwere, schwarze Lederstühle. Und am Ende des Raums sitzt ein Chef. Er sitzt mit versteinerter Miene hinter seinem Schreibtisch, einem ja schon monarchisch wirkenden großen Marmortisch. Du gehst näher ran und kannst noch immer nicht erahnen. Du weißt nicht, worum es geht, denn auch die versteinerte Miene von deinem Chef, die lässt dir keinen Spielraum. Vielleicht will er damit professionelles Verhalten darstellen, vielleicht auch ein bisschen Unnahbarkeit. Du gehst näher ran, stehst vor ihm, er blickt dich an und sagt dann nur einen Satz. Ab morgen sind Sie unser neuer Abteilungsleiter. Okay, was? Damit hast du gar nicht gerechnet. Wie soll ich mich verhalten? Auf der einen Seite pure Freude, auf der anderen Seite ist jetzt von dir professionelles Verhalten gefragt. Gefühle und Emotionen haben hier keinen Platz. Also sagst du nur kurz und knapp, vielen Dank. Dein Chef nickt, blickt zur Tür und deutet an, dass du den Raum verlassen kannst. Du gehst raus, gehst zu deinem Arbeitsplatz und arbeitest weiter. Was möchte ich dir mit der Geschichte erzählen? Was möchte ich damit sagen? Im Grunde ist es doch heute noch genauso. Der vermeintlich beste Mitarbeiter wird zum Abteilungsleiter benannt. Ob er das will, ob er das kann, ob er Menschen führen will und kann, ob er diese Verantwortung übernehmen will, das ist doch erstmal gar nicht relevant. Denn die Management-Ebene hat ein Problem, eine personelle Lücke zu schließen. Und dieses Problem wird fachlich-sachlich angegangen. Der Mensch ist hierbei nicht im Fokus. Ein Leader will den Menschen fokussieren. Ein Manager macht die richtigen Dinge. Ein wahrer Leader macht die Dinge richtig. Und hier komme ich auch wieder zu ihm. Ich weiß jetzt nicht, woran du denken musst, wenn du ihn siehst. Vielleicht denkst du an deine Jugendzeit zurück. Vielleicht an die Jugend deiner Kinder. An richtig geile Mucke. An der Musik aus den 90ern. An eine erste Schwärmerei, eine erste Liebe. Doch diese Liebe, diese erste Schwärmerei, die ist mehr wie eine Schwärmerei. Denn dieser Walkman, er braucht jemanden, der ihn bedient. Du brauchst also jemanden, der vorangeht. Du brauchst jemanden, der eine Kassette einlegt und startet. Und das Ganze in der richtigen Lautstärke. Also brauchst einen, der führt. Doch diese Führung, die sollte auch zeitgemäß sein. Doch was ist überhaupt eine zeitgemäße Führung? Was ist eine zeitgemäße Kommunikation? Aus meiner Erfahrung bei sehr modernen und fortschrittlichen Marken weiß ich, dass es auch dort sehr lange dauern kann, bis moderne, zeitgemäße Kommunikationswege erschlossen sind. Moderne, zeitgemäße Kommunikationswege, was soll das sein? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also als Beispiel,
kurz vor Ende meiner Tätigkeit haben wir so ein riesen Klotz angeschafft, so ein Multifunktionsgerät, kennst du bestimmt auch. So ein riesen Gerät mit Drucker, Scanner, Kopierer, Fax, alles in allem. Ja, mit Fax. Jetzt frage ich euch, wer hat zu Hause in seinem Büro ein Faxgerät? Also wie kommunizierst du mit deinen Mitarbeitern? Wie kommunizierst du intern? Ich gehe von aus, du machst das in einem persönlichen Gespräch, du machst das per E-Mail, per Telefon. Ja, doch die neuen Generationen, die kommunizieren anders. Die Generation Y und Generation Z, die kommunizieren auf anderem Weg. Sie kommunizieren via Handy, via Smartphone, über Social Media, über Videonachrichten, über Sprachnachrichten, über Cloud, über Bewertungsplattformen. Ich habe das selbst erlebt, mache das selbst auch so, denn ich gehöre zu Generation Y. Und auch eine Online-Studie hat herausgefunden oder hat ermittelt, dass rund 92%, also fast jeder der 14- bis 29-Jährigen täglich den Messenger-Dienst WhatsApp nutzt. Jetzt fragt doch diese 92% mal, wie oft sie in der Woche das Faxgerät benutzen. Also das Faxgerät hat keine Zukunft mehr. Es ist so ausgestorben. Also warum gibt es dieses Faxgerät noch? Und die ganzen großen Global Player am Markt, die haben auch das verstanden, dass vieles ausgestorben ist. Denn der Krieg für Talente, the war for talents, der ist in vollem Gange. Und mit großen Global Player meine ich Google, Apple, Tesla und Co. Denn die haben verstanden, dass Fachkräfte eine der knappsten Ressourcen in der Zukunft sind. Sagst du vielleicht, ja, was habe ich bitte mit Google und Co. zu tun? Und lies den Müller um die Ecke, die kann sich ja nicht mit den großen Global Player vergleichen. Richtig. Und doch solltest du dir von den Großen abschauen, was sie tun. Lerne von den Großen. Also erkenne, dass die langfristige Bindung, dass eine Verbindung mit den Mitarbeitern wichtig ist, dass du den Menschen gewinnen musst. Und diese Verbindung, die habe ich an meinem letzten Arbeitstag, habe ich die ganz besonders wahrgenommen. Und da ist was passiert, das hätte ich mir so niemals träumen lassen, das hätte ich mir niemals vorgestellt, dass es passieren kann. Eine Mitarbeiterin, ihr Weg begann bei uns mit einem schulischen Pflichtpraktikum für 1-2 Wochen. Und da ich aus meiner eigenen Praktikumszeit noch weiß, auch wenn es schon länger her ist, ich weiß es noch, wie ätzend es ist, wenn du 2 Wochen lang einfach 8 Stunden am Tag dumm nebendran rumsitzt und nichts zu tun hast. Also habe ich mir einen Plan für sie überlegt. Dann hat sie ihr Praktikum bei uns gemacht, hat es abgeschlossen, hat ihre Schule abgeschlossen, kam dann zur Ausbildung, hat ihre Ausbildung bei uns abgeschlossen und wurde danach in ein festes Angestelltenverhältnis übernommen. Und da ist sie auch heute noch. Und an meinem letzten Tag vor Ort habe ich mit all meinen Jungs und Mädels noch ein persönliches Gespräch geführt. Und auch mit ihr. Und da ist was passiert, das hätte ich mir so nie träumen lassen. Sie hat sich aus tiefstem Herzen bei mir für meinen Einsatz bedankt, dafür, dass ich für sie da war. Einfach dafür, für die ganze Zeit. Und wir haben uns in dem Moment einfach unter Tränen haben wir uns umarmt. Und das ist ein Moment, den hätte ich mir niemals erträumen können. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mir sowas, so ein Riesengefühl der Dankbarkeit widerfahren kann und schon gar nicht auf meiner Arbeitsstelle. Und was glaubst du, warum war das so? Warum war dieses tiefe Gefühl der Dankbarkeit da? Weil ihr Vorgesetzter das Unternehmen verlässt? Wie viele Kollegen und Vorgesetzten hast du schon kommen und gehen sehen? Und bei wie vielen hattest du wirklich ein inneres Gefühl der wahrhaftigen Dankbarkeit und vielleicht auch die eine oder andere Träne im Auge?
Meiner Erfahrung nach hast du das dann, wenn du deine Mitarbeiter, deine Kollegen, den Menschen echt behandelst und wirklich wertschätzt. Wenn der Mensch im Vordergrund steht, wenn der Mensch wichtiger ist wie die Zahl, denn wir Menschen, wir wollen nicht verstanden, wir wollen gefühlt werden. Also erkenne den wahren Wert deiner Jungs und Mädels. Und hier möchte ich Nietzsche zitieren, der gesagt hat, erkennen heißt, alle Dinge zu unserem Besten verstehen. Erkennen heißt, alle Dinge zu unserem Besten verstehen. Also erkenne den Wandel. Erkenne die Wichtigkeit von emotionaler Verbindung. Erkenne, dass die alten Strukturen nicht mehr greifen. Die ganzen alten Strukturen von früher, die greifen nicht mehr. Also erkenne, dass du den Rahmen der jungen Generation anpassen musst. Und erkenne auch, dass für Unternehmen motivierte Mitarbeiter, motivierte Fachkräfte ausschlaggebend sind. Und vor allen Dingen erkenne, dass er hier für Veränderung, für Stillstand und für Ende steht. Also wer von euch hört hierüber noch Musik und wer nutzt ein Smartphone? Er ist fast ausgestorben. Und genau so wird es den Unternehmen, den Führungskräften gehen, die weiterhin an den alten Strukturen festhalten. Denn wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Also schaffe Verbindungen, die wirklich binden. Schaffe Verbindungen, die langfristig binden, um so die Fluktuation, um der Fluktuation entgegenzugehen. Denn dann wirst du Resultate erzielen, werdet ihr gemeinsam Resultate erzielen im Team, auf die ihr zusammen, gemeinsam wirklich von Herzen stolz seid.